im Restlos ausverkauften Kultur- und Kongresszentrum Kassel. Mit 300 von Herzen, go! Konnte keiner machen, go! Das Konnte keiner Komitee 1885 noch befindet sich in seinem 129. Jahr seit seiner Gründung und in seiner 130. Session. Das Kolpikaner-Komitee 1885 Koch ist eine Abteilung der Kolpix-Familie. Ich sage immer so schön, wir sind mehr als nur ein Karnevalsverein. Wir sind Kolpik-Brüder und Kolpik-Schwestern. Und deshalb freue ich mich ganz besonders, dass wir als Kolpix-Familie heute Abend viele Gäste hier in unserem Heim begrüßen dürfen. Der erste und ein ganz besonderer Gruß gilt dem stellvertretenden Bürgermeister der Stadt Roch, Franz van Beek. Herzlich willkommen hier bei uns bei Kolpikaner. Und wir geben zuerst dem Nachwuchs eine Chance und wir begrüßen darum in der Bütt Rolf und seine Freunde. Rolf, bist du hier? Rolf! Rolf! Warum ist im Kühlschrank kalt? Warum ist im Sommer warm? Und warum sind manche Menschen reich und andere ganz arm? Warum ist der Himmel blau? Warum gibt es Abendrot? Warum hat er noch eine Oma, aber meine ist schon tot? Sie sind im Säuglingsalter nun etwas entsprungen. Sie sind älter geworden im vergangenen Jahr und heute zum zweiten Mal hier bei uns auf der Bühne. Es sind Dietmar van Amstel, Johannes Knops und Jan Schwamm. Wir freuen uns ganz besonders nun auf den Gardetanz der Kolping Funke. Den Dank der Tanzmädchen an ihre Trainerin des Öfteren erleben. Dies hat einen Grund. Das Kolpik-Karneval-Komitee ist in diesem Jahr relativ früh in die Session gestartet. Wir haben bereits Anfang Januar den großen Kinderkarneval in der Gocher Sporthalle gehabt, am 4. Januar. Und dieser Abend heute ist eigentlich der Sitzungsabschluss für das Kolpik-Karneval-Komitee. Wir haben einen Kinderkarneval, einen Seniorenkarneval, einen Karneval für Menschen mit Behinderung, zwei Damensitzungen und diese Kappensitzung. Und dies ist heute der Moment, an dem die Mädchen die Möglichkeit haben, ihren Trainerinnen für die Arbeit zu danken. Und dieses kann nur auf der Bühne passieren. Das kann in keinem Kellerraum geschehen. Dieses gehört auf die Bühne. Ich danke für Ihr Verständnis. Der Kolpik-Karneval lebt von der Bütt und Sie sehen, die Bütt ist wieder aufgebaut. Wir begrüßen einen weiteren Büttenredner am heutigen Abend und wir begrüßen Renate Quatzkopf. Ich war mit Alex Bernatzky auf ein Jubiläum eingeladen. 150 Gäste, wir sitzen da beim Essen, haben die Suppe gerade auf. Alex sitzt neben mir, dann nimmt er die Serviette, putzt seinen Löffel ab und steckt ihn in die Jackentasche. Ich sag, Alex, was soll das denn hier? Du willst doch jetzt wohl den Löffel klauen. Warum sagt er, das ist ein Souvenir vom Jubiläum? Ich denke, du Drecksack. Habe ich mir gedacht, was der kann, das kann ich auch. Ich nehme den Löffel, will gerade die Serviette schnappen, da haue ich aus Versehen mit dem Löffel vor das Weinglas. Der ganze Saal ist still. Ich denke, ach du Scheiße, was machst du jetzt? Die gucken mich alle an, ich denke, weißt du, was, da hältst du meine Rede. Bin ich aufgestanden, habe ich gesagt, liebe Gäste, ich zeige euch jetzt mal einen Zaubertrick. Das ist ein Löffel, den stecke ich jetzt bei mir in die Tasche und hole bei Alex wieder raus. Heiko von der Sand, alias Nale Quatzkopf. Lieber Heiko, ich darf dir zunächst ganz besonders danken. Du hast
erst am heutigen Morgen erfahren, dass du eine leicht andere Auftrittszeit hast als geplant. Du bist ganz spontan eingesprungen, hier vorne in die Bühne zu steigen. Dafür, lieber Heiko, herzlichen Dank im Namen des gesamten Volkekammerkomitees. David Janssen hier in Goch, und wir freuen uns ganz besonders, Pater Musiasia und Diakon Werner Kühle hier heute mit uns zu begrüßen. Und ich grüße einen ganz besonderen Gast, denn wir haben einen hochdekorierten, hochgeehrten Gast hier am heutigen Abend, nämlich den Träger des Ordens und besonderer Verdienste im niederrheinischen Karneval, unser Freund Herbert Maaßen. Herzlich willkommen! Die Bühne ist wieder hergerichtet und wir haben einige junge Damen, die ganz gespannt sind auf ihren großen Auftritt. Denn wir begrüßen jetzt unsere Golfingmäuschen mit ihren Showtanz. Thank you.
Nähe Möll, wa? Ja. Dann sind wir richtig sterbegut. Hör mal, Tim, was machst du denn jetzt? Ich hab doch gar keine neue Brille. Ne, geh nie, er will ich. Das sieht den Anfang doof, dir. Hör mal, Tim, kannst du auch was anderes außer lästern über Leute? Nimm dir doch mal ein Beispiel an mich. Vom Wetter bis zu der Politik, ich kenn mich einfach aus. Dann sag mir das, den Unterschied zwischen einem Telefonapparat und einem Politiker. Das weiß ich nicht. Ja. Wenn du verwählt hättest, könntest du den Telefonapparat umfangen. Jetzt reg dich bitte nicht so auf, immer wenn der von der Politik anfängt. Oh, dann ist ja auf 180. Denk bitte an deinen Blutdruck. Ja, Mann, er ist ja auch groß. Na, benötigt er nicht mehr bloß nur unfähig zu sein? Na, muss er auch noch die Wolle etwa verrückt? Ja, da hast du ja recht, wie der Profaner. Ja. Hör mal, das hab ich auch nicht verstanden, Tön. Also, ich würde doch lieber, wenn ich er wäre, bei der Merkel lecker im warmen Büro, als in der warmen Karten knipsen. Wenn der Grosch bei U noch nie immer noch nicht fehlt, dann hätte ich bestimmt nicht bloß an Geld. Hello! Ja. Eine Premiere in der Kölpikur Tun und Hanni, Christian Rothmann und Ulf Schimmel. Als wir auf der Bühne des KCC gesehen haben und wir gesehen haben, junge Nachwuchsbühnenredner, zudem noch mit plattdeutscher Bütt und dann auch noch mit Witzen, die grundsätzlich sich oberhalb unserer viel zitierten Mückenlinie befinden, haben wir gedacht, diese beiden müssen wir auf unserer Bühne haben. Ihr beiden eine hervorragende Premiere. Ihr seid auch nun fester Bestandteil unseres Programms. Herzlichen Glückwunsch! Wir begrüßen nun die ersten Tonitäten des heutigen Abends. Wir begrüßen das Kinderprinzipal des Kölpikarnevalskomitees, Prinz Kendrick den Ersten und Prinzessin Hanna die Erste. Der Karneval ist wieder da. Wir freuen uns wie jedes Jahr. Ich habe euch etwas mitgebracht. Das Kinderprinzipal. Wer hätte das gedacht? Ich stelle vor, Prinz Kendrick der Erste. Er steht vor euch mit stählerner Brust und weichem Herzen. Er wird zu euch sprechen mit kräftiger Stimme. Ich bin mir ganz sicher, der sammelt hier nur Gewinne. Und an seiner Seite, seht nur die Schönheit. Sie leuchtet wie ein Stern in ihrer Vollkommenheit. Prinzessin Hanna, die Erste, ist in diesem Haus. Ich freue mich ganz besonders, bitte Applaus. So, jetzt habe ich einen trockenen Mund, der Hals tut weh und Gedächtnis schwimmt. Ich habe genug geredet, ich halte den Mund, das Kinderprinzenpaar steht jetzt im Vordergrund. Auch das Kinderprinzenpaar, ein dreifach heftiges Abendsitzung. Golfing, Kinderprinzenpaar. Liebe Närrinnen und Narren hier im Saal, nun wünsche ich lieber euch die Wunderbar. Ihr habt gemerkt, es ist soweit, wir sind mitten in der fünften Jahreszeit. Und in diesem Sinne, mit dem Pires in der Hand, wollen wir mit euch feiern, und zwar außer Rand und Band. Tanzen, lachen und eine Cola trinken, wollen wir uns gegenseitig zuwinken. Und dann rufen wir aus den Reihen natürlich doch! Musik ab!
Prinzessin Hanna die erste Stojanovic. Und die Prinz des vergangenen Jahres, der jetzige Herold Cedric Hieber. Und die alle Betreuerinnen und Betreuer unseres Kinderprinzipals. Ja, liebes Kinderprinzipal, ich dachte, wen? Komm mal auf die Bühne, da bist du ein bisschen näher dran. Ihr habt mich mit dem Indianertanz sehr überrascht. Ihr wisst, ich tanze sehr gerne, ist eine große Leidenschaft von mir. Und Thorsten Bruckmann hier vorne in der ersten Reihe, der war kaum noch zu halten. Ja, seitdem der keine Tanz, der keine Tankstelle mehr hat, hat er jetzt eine Tanzschule. Ihr Lieben, ihr seid ein ganz, ganz tolles Prinzenpaar. Ich erkläre mal kurz den Gästen hier, dass ihr am 4. Januar in der Wucher Sporthalle bei einer großen Wahl des Kinderprinzenpaares wurde hier gezogen. Ihr habt euch beworben und habt das große Glück gehabt, dass ihr gezogen wurdet. Und die Hanna tanzt bei unserem Kolpingmäuschen. Ja, tanzt unser Kolpingmäuschen. Und der Kendrick hat auch eine Beziehung zu Kolping, denn er fährt jedes Jahr mit uns ins Vater-Sohn-Zeltlager der Kolpingsfamilie. Und Kendrick hat vor allen Dingen ganz große Ambitionen. Die beiden besuchen gemeinsam die St. Georg-Schule, sind auch in einer Klasse. Ich hatte beim Seniorenkarneval schon gesagt, sie werden auch seitdem nur noch mit ihrer Tonalität angesprochen. Im Pluralis Majestätis, ja, also die Lehrer sind schon im Salut, wenn die beiden den Schulhof betreten. Und der Kendrick hat ein großes Ziel und sein Ziel ist, mal großer Prinz zu werden. Und wenn ich ihn heute hier so reden höre, dann glaube ich, es ist angerichtet auf der Bühne, geht's weiter. Wir nähern uns langsam, aber sicher den Showteil unseres heutigen Programms. Und den Anfang machen die Locomotion Kids. Ja, Oma. Hallo? Natürlich haben wir deinen Geburtstag nicht vergessen. Wir haben doch jedes Jahr was vorbereitet. Ja, das war doch auch mal lustig, oder nicht? Wir hatten doch mal eine Menge Spaß damit. Ja. Ja, hat ja auch noch ein bisschen Zeit bis dahin. Nächste Woche schon? 80! Schon wieder? Kann man nicht. Ja, wäre ja egal. Ich rufe vorher auf jeden Fall nochmal an. Können wir nochmal alles absprechen und dann machen wir so. Okay. Tschüss, Oma. Na? Hey. Leute, ja, die Bandprobe muss heute leider ausfallen. Wir müssen mal wieder was für Oma vorbereiten. Die ist ja immer so ein bisschen in der Oma-Zeit. Und ja, ich habe da mal ein paar Sachen vorbereitet, vielleicht fällt uns dazu ja irgendwas rein. Würde ich schon sagen, ist für 80 Jahre oder ja fast 80 Jahre doch schon ein bisschen rockiger. Die hängt auch bei allen Konzerten rum, immer in der ersten Reihe. Und deswegen würde ich sagen, machen wir vielleicht mal ein bisschen was Rockigeres. Dass wir ein neues Duett aufnehmen, zusammen mit dir und Helene Fischer. Ja.
denn Sie müssen wissen, Sie hätten immer Mittwoch und davor den Mittwoch auf der Damensitzung erleben müssen. Wir haben den Saal abgerissen. Eine tolle Show, herzlichen Dank an euch und Ausmarsch bitte. Gerne Rummel als Souvenir. Das letzte, liebste haben wir immer Klamotten, da können wir uns nicht tun. Und da sind wir in Brasilien gewesen. Da hätte ich mich natürlich so Röpfchen gekocht. Ich nach Brasilien geflogen, wa? Ich war ja noch allein, die Frau hat ja noch keinen Urlaub, wa? Ich nach Brasilien geflogen, ich war noch nie ganz in die Sonne von Rio de Janeiro angekommen. Ich gau auf die Hotelkammer, ich gau eine E-Mail an die Frau geschrieben. Wie das Intippen von die E-Mail-Adresse, denn ich will, ich durchpaddel, zwei Buchstaben vertüst. So kam die E-Mail bei einem Witwe an, die nackt von die Begräbnis von ihrem Mann durchgekommen war. Und der Jung von die Witwe kommt in die Kammer herin, da sieht die nackt noch, wie sie Mama ganz blass in ihren Stuhl rutscht. Und hält durch die E-Mail lesen. An meine zurückgebliebene Frau. Von deinen vorgereisten Mann. Betreff, bin gut angekommen. Mein lieber Schatz, bin soeben angekommen. Habe mich bereits ein wenig eingelebt und sehe, dass für deine Ankunft alles bestens vorbereitet ist. Wünsche dir eine gute Reise und erwarte dich morgen. In Liebe, dein Schatz. Wir sind wohl in der Türkei gewesen. Und da hätte ich mir was gekocht, da wurde ich uns etwas zeigen. Hier, da hätte ich mir doch gekocht. Hier, hier. Ja, da hätte ich mir in der Türkei so ein Plagiat von einem Schalke-Trikot gekocht. Natürlich auch unseren Sessionsraum. Yeah.